Hey, Oliver Schirmer hier. Heute geht es um Napoleon Hills Erfolgsgesetz Nummer 1, das Mastermind. Bevor wir ja jedoch darauf eingehen, was sich laut Napoleon Hill hinter dem Mastermind verbirgt, ist es einfach wichtig, dass wir uns zunächst mal einiger elementarer Wahrheiten bewusst werden, weil ja diese Wahrheiten ja quasi die Grundvoraussetzung für die einzelnen Gesetze sind und weil sie sich einfach wie ein roter Faden durch die einzelnen Gesetze ziehen. Und der Zweck beziehungsweise der Zweck dieses Gesetzes, ja, und der folgenden Gesetze besteht einfach darin, dass man das wichtige Wissen ordnet und dass man dir dabei eben dann hilft, dieses Wissen dann dementsprechend richtig anwenden zu können. Und zunächst ist eine elementare Wahrheit, die du berücksichtigen solltest, dass wir einfach erstmal erkennen, dass unsere Gedanken, unsere Vorstellungskraft von ganz enormer Bedeutung sind. Ohne diese beiden Fähigkeiten funktioniert so gut wie nichts, ja, und diese entscheiden dann eben dementsprechend auch ja über Sieg oder Niederlage. Ich gebe dir dazu ja gerne auch ein Beispiel. Ganz egal, in welcher Situation du dich gerade befindest, ja, du hast immer die Wahl darüber, ja, wie du jetzt über die Situation denkst oder wie du diese Situation dementsprechend bewertest, ja. Und es gibt dann immer ja mehrere Möglichkeiten, wie du zum Beispiel dich oder dein Unternehmen dann quasi dementsprechend noch nützlicher machen kannst. Mal angenommen, ja, dir gefällt jetzt zum Beispiel den Beruf, den du gerade ausübst, der gefällt dir nicht so sonderlich gut. Ja, dann hast du jetzt einfach, ich sag mal, zwei Möglichkeiten, wie du auf diesen Umstand reagieren kannst. Zum einen kannst du jetzt hergehen und einfach, ich sag mal, das Notwendigste tun. Ja, du machst deinen Job einfach so, ohne große Lust, ohne großes Engagement und schaust einfach, dass du nicht negativ auffällst. Ja. Früher oder später wird dies dein Chef merken und es könnte passieren, dass das Unternehmen oder dein Chef sich dann von dir verabschieden. Du hast aber auch noch die zweite Möglichkeit zu sagen, okay, ist vielleicht jetzt nicht mein Traumjob, aber ich schaue trotzdem mal, wo kann ich mich noch besser einbringen, wo kann ich noch nützlicher für das Unternehmen werden, wie kann ich noch effizienter ja, meine Aufgaben erledigen. Und auch das Ganze wird deinem Chef auffallen. Und jetzt ist die Ausgangssituation ja bei beiden Möglichkeiten die gleiche, nur das Endergebnis kann ein ganz, ganz anderes sein. Ja? Im zweiten Fall könnte es zum Beispiel so sein, dass dein Chef das bemerkt, ja, dass er dich befördert, dass er dir eine neue Position mit neuen Aufgaben gibt, die dir vielleicht mehr Spaß und mehr Freude bringen. Ja? Also du hast immer die Wahl, wie du auf gewisse Umstände ja, reagierst. Dann geht es. Oder ist die Definition von Napoleon Hill von Erfolg einfach die, dass ja, dass du oder beim Erfolg geht es einfach dann letzten Endes darum, ja, sein Selbst, also sich selbst einfach harmonisch, ja, an neue veränderte Lebensumstände anzupassen. Ja, das heißt einfach flexibel zu bleiben, ja, und angemessen dementsprechend auf ja, auf neue ja, Umstände, die in deinem Leben eintreten, zu reagieren. Des Weiteren ist Erfolg ebenfalls oder geht es ebenfalls darum, ja, seine eigenen Schwachstellen herauszufinden, um dann eben in einem zweiten Schritt ja quasi einen Plan oder Schritte zu entwickeln, ja, um diese ja zu überwinden, ja, oder eben dementsprechend besser mit ihnen umzugehen. Und wenn man sich einmal die großen erfolgreichen Menschen anschaut, dann erkennt man, dass so ziemlich jeder von ihnen erstmal ja ein paar, ich sag mal, ein paar Dinge in seiner Persönlichkeit verbessern musste, um dann dementsprechend erfolgreich zu werden. Ebenso, ja, ist es einfach eine Tatsache, ja, dass du deine Persönlichkeit und dein Wesen weiterentwickeln musst. Deine Persönlichkeit und dein Wesen spielt eine ganz entscheidende Rolle für deinen Erfolg. Mal angenommen, ja, du bist ein Verkäufer, dann ist es eine Tatsache, dass die Menschen, mit denen du zu tun hast, deine Persönlichkeit oder für die Menschen, ja, deine Persönlichkeit mindestens genauso wichtig ist wie die Ware, die du verkaufst. Die Menschen, ja, werden im Verkaufsgespräch zumindest ebenso beeinflusst von deinem Wesen wie von der Ware selbst, ja. Und diese Tatsachen, die sind einfach wichtig, dass du dann die Funktion des Masterminds verstehen kannst. Die Schwachstellen, um die es sich bei den meisten Menschen handelt, das sind zum einen ja Intoleranz, Habgier, es ist Neid, es ist Misstrauen, Rachsucht, Egozentrik, Selbstgefälligkeit,
Und dann einfach, dass man enden will, ohne vorher gesät zu haben. Also ja, schnellstmöglich Erfolg zu haben, um vorher, ja, ohne vorher überhaupt einen Einsatz dementsprechend zu bringen. Und wie gesagt, diese Dinge sind einfach wichtig zu verstehen, ja, um dann später auch das Mastermind dementsprechend, ja, als Funktion dementsprechend zu verstehen und das Ganze auch erfolgreich umsetzen zu können. Okay, was ist jetzt aber ein Mastermind? Ein Mastermind ist ja ein Zusammenschluss von mindestens zwei oder mehr Menschen. Und der Zweck und beziehungsweise das Ziel von einem Mastermind ist es, dass durch harmonische Zusammenarbeit dieser zwei oder mehr Menschen ja auf eine bestimmte Aufgabe hin ein kraftvoller Gesamtgeist, wie das Napoleon Hill nennt, quasi gebildet wird. Und es wurde zum Beispiel festgestellt, dass zum Beispiel sechs oder sieben Verkäufer ja dieses Gesetz so effizient anwenden können, dass sich daraus ja unvorstellbar hohe ja, Ergebnisse dementsprechend erzielen lassen. Und Napoleon Hill stellt eben in seinem Buch auch ja die Hypothese auf und belegt diese, dass das Bewusstsein ja direkt mit einem anderen Bewusstsein quasi Kontakt aufnehmen kann. Und die Theorie basiert darauf, dass sich bei ja, Gedanken oder bei der Lebenskraft, dass es sich da einfach so um eine Form elektrischer Unruhe handelt, ja, die durch quasi Induktion aufgenommen wird und dann drahtlich oder einfach über den Äther, wie er das so schön beschreibt, übertragen werden kann. Kannst du dir einfach vereinfacht so vorstellen, die Funktionsweise ähnelt der eines Radios oder eines Telefons, ja? Ein weiteres Beispiel hast du sicherlich schon mal auch live an dir selbst erlebt. Du hast an irgendjemanden gedacht, wo du denkst, Mensch, mit der Person müsste ich mich auch mal wieder unterhalten oder würde ich mich gerne mal wieder treffen und prompt ruft diese Person an oder du begegnest dir irgendwo. Man könnte halt eben vereinfacht auch sagen, dass alles mit allem verbunden ist. Und unser Bewusstsein ist quasi wie eine Sende- und Empfangsstation. Kannst du wie mit so einer Radiostation quasi vergleichen. Und je nachdem, auf welcher Frequenz wir schwingen, ziehen wir eben Menschen und Dinge an, die ebenfalls ja dieser Frequenz entsprechen. Ja? Und du fragst dich ja sicherlich, was das Ganze ja mit einem Mastermind zu tun hat. Ja, lass mich einfach wie folgt erklären. Ein Mastermind kann durch das Zusammenbringen oder Vermischen ja, von zwei oder mehreren Bewusstseinen, die eben halt vollkommen ja, harmonisch miteinander arbeiten, kann das eben geschaffen werden. Ja? Und aus diesem harmonischen Ineinanderfließen entsteht dann laut Napoleon Hill eben quasi so ein drittes Bewusstsein, auf das dann alle zugreifen können, das sogenannte ja, Mastermind. Und das Funktionieren dieses Gesetzes, da gibt es zahlreiche Beispiele dafür. Ja, du kannst zum Beispiel, nee, oder nehmen wir einfach zum Beispiel mal zwei Menschen, die sich ineinander verlieben, die heiraten. Ja, die ersten Jahre, die sind dann oft geprägt von so kleinen Unstimmigkeiten. Napoleon Hill geht da drauf in seinem Buch auch ein und nennt es quasi die Jahre der Anpassung. Und die Wahrscheinlichkeit einer langen Ehe, ja, die ist umso größer, je länger diese beiden Menschen zusammen sind, da die Bewusstseine oder die beiden Bewusstseine, ja, dann quasi über den Lauf der Zeit immer harmonischer miteinander arbeiten und sich quasi immer mehr angleichen. Und das Ganze kann natürlich aber auch ins Gegenteil umschlagen, ja, da müssen gewisse Voraussetzungen erfüllt sein, dann kann natürlich auch das Umgekehrte passieren. Und daher hat auch der Spruch, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich am häufigsten umgibst, ja, von daher eine sehr, sehr große Berechtigung. So, aber wie gesagt, das Geheimnis des Schlüssels zum Gelingen eines Masterminds liegt also in der harmonischen Zusammenarbeit und deswegen ist das auch das Geheimnis für praktisch jeden Erfolg oder Misserfolg in jeder geschäftlichen oder gesellschaftlichen Verbindung. Also, Fakt ist, Mastermind kann also von jeder Gruppe von Menschen gebildet werden, ja. Und du solltest einfach darauf achten, dass diese Menschen eben quasi zu dir passen, dass sie gleiche oder ähnliche Ziele verfolgen, ja. Es gibt ein paar Eigenschaften, die du mitbringen solltest, wenn du zum Beispiel als Führungskraft ein Mastermind aufbauen willst. Du brauchst Taktgefühl, du brauchst Geduld, Ausdauer, ja, Selbstvertrauen. Außerdem brauchst du eben, wie vorhin schon angesprochen, die Fähigkeit, dich eben an veränderte Situationen rasch anpassen zu können. Und wenn du jetzt selbst mit dem Gedanken spielst, eine eigene Mastermind-Gruppe zu gründen, dann habe ich jetzt noch 11 Tipps für dich, falls du eben deine Mastermind-Gruppe selbst gründen willst.
Tipp Nummer 1 ist, du solltest oder die Gruppe sollte mindestens aus 2, insgesamt maximal 6 bis 8 Teilnehmern ja bestehen. Mehr sollten es nicht sein. Zweitens, wenn es möglich ist, solltet ihr euch ja persönlich treffen, weil in einem persönlichen Treffen einfach ja eine ganz andere Atmosphäre geschaffen werden kann, wie das zum Beispiel online, ja zum Beispiel über Skype oder über Hangouts funktioniert. Aber es ist durchaus auch online machbar. Dann solltet ihr dafür sorgen, dass ihr bei euren Treffen ungestört seid. Ihr solltet schauen, dass die Treffen regelmäßig stattfinden, am besten einmal wöchentlich oder eben alle 2 ja, Wochen zu einem fixen Termin. Findet einen Termin, der für alle Beteiligten passt. Und die Dauer des Treffens ja, kann variieren. Ja, es gibt Masterminds, die haben einen festen Zeitrahmen von einer Stunde. Es gibt aber auch Masterminds, da ist nur der Termin fix. Und je nachdem, wie viel zu dem Thema dann dementsprechend ausgetauscht wird, ist eben dann Open End. Ich denke, so eine Richtgröße von 60 bis 120 Minuten ist da ja so eine ganz gute Größe, an der du dich zu Beginn einfach mal orientieren kannst. Dann solltet ihr am besten bei eurer ersten Sitzung ein paar Richtlinien festlegen, an die sich jeder Teilnehmer halten sollte oder an die sich jeder Teilnehmer dann eben zu halten hat. Ein Ablauf kann zum Beispiel sein, dass ja, jede Person zunächst mal ja, vielleicht ein paar Ereignisse der Woche schildert, ja, und dass dann immer eine Person quasi ja, ein Hauptproblem schildert, wo dann alle ja, quasi die in der Gruppe dabei sind, dann dementsprechend ihr Feedback zu geben und ihre Hilfen und Tipps dementsprechend an die Person weitergeben. Und das kann halt in jeder Sitzung zum Beispiel oder in jedem Treffen dann eine andere Person sein oder man geht eben einfach reihum und macht es für jede Person. Wenn du ja Gründer dieser Gruppe bist, solltest du eben auch dafür sorgen, dass du die richtigen Teilnehmer findest und zu diesem Mastermind einlädst. Motivation ist aus meiner Sicht eine Grundvoraussetzung und ihr solltet einfach gleiche oder ähnliche Ziele ja haben, damit ihr eben dementsprechend auch, ich sag mal, auf einer Wellenlänge seid und dementsprechend auch gemeinsam wachsen könnt. Dann seid zuverlässig, ja. Achte darauf, dass du dich nicht verspätest und dass du allzu viele Absagen vermeidest, weil das schadet ja insgesamt dann auch der Gruppe. Also dieser Termin sollte dann schon eine hohe Priorität haben. Dann solltest du bereit sein oder offen und bereit sein, Feedback zu geben, aber auch Feedback anzunehmen. Und du solltest ja auf jeden Fall lernwillig sein. Ich denke, das erübrigt sich aber von selbst, ja, weil wenn du in einem Mastermind dabei sein willst, dann bist du ja vom Naturell schon her jemand, der eigentlich nach vorne kommen will. Und last but not least, jeder Teilnehmer, der muss einfach bereit sein und sein ganzes Wissen dementsprechend ja zur Verfügung zu stellen. Okay, das war jetzt alles, was du ja zum Thema oder war einiges, was du zum Thema Mastermind wissen solltest. Das Ganze hat natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ich würde mich auch gern oder ich freue mich auch gern über weitere Anregungen zu dem Thema. Wie du siehst, ist aber ein Mastermind eine richtig nützliche Sache und hilft quasi jedem Einzelnen und der Gruppe an sich, ja einfach schneller voranzukommen. Und egal in welcher Branche du unterwegs bist, welche Position du begleitest als Mitglied ja, eines Mastermind-Teams, kannst du dementsprechend für dich selbst, aber auch gemeinsam mit der Gruppe eben, könnt ihr da schneller eure eigenen Ziele erreichen. Ich hoffe, das Ganze war für dich jetzt ebenfalls hilfreich und wünsche dir dementsprechend alles Gute beim Umsetzen von Erfolgsgesetz Nummer 1, das Mastermind. Bis dann, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.